Große Freude bei den Fans aus Münster und auch bei den Spielern des SC Preußen. Der SCP holt die ersten drei Punkte zu Hause in dieser neuen Drittligasaison und gewinnt mit 1:0 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Bis auf die erste Viertelstunde hatte RWO in Münster nicht viel zu holen. Dabei war es vor allem in der ersten Halbzeit ein zerfahrenes Spiel, bei dem der SCP ein zumindest optisches Übergewicht hatte. Bis auf einen Schuss von Jens Totenbrot gab es ansonsten leider keine zwingenden Gelegenheiten. Marc Fascher schickte dann Halbzeit 2 die gleiche Elf aufs Feld, die dann in der 51. Minute endlich durch Joe Vugudika für ihre Mühen mit dem 1:0 belohnt wurde. Einziger Wermutstropfen in dieser Partie ist die Verletzung von Mannschaftskapitän Stefan Kühne, bei dem noch nicht feststeht, wie schwer die Blessur am Knie tatsächlich ist. Aber sportlich gesehen lässt sich das gut an. 7 Punkte aus den ersten 3 Spielen können sich sehen lassen. Ich denke, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und heute hat man auch wieder eine Mannschaft auf dem Platz gesehen, die wollte unbedingt. Wir wussten, dass es ein robustes Spiel wird. Das wurde uns schon vorher mitgeteilt vom Trainerteam und so sind die Oberhausen auch aufgetreten. Ich kenne ja auch viele Jungs in der Mannschaft und die waren natürlich heiß hier zu spielen. Das ist Derby-Charakter, das Brisanz drin, das geht erstmal über die Basic. Die Basic sind Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft. Und Oberhausen hat ganz schön hingelangt auf dem Kuchentablett. Zerfahren in den ersten 30 Minuten, dann haben wir, glaube ich, ins Spiel gefunden. Und haben dann auch nach der Halbzeit, als der Trainer uns gesagt hat, wir sollen die Geduld beibehalten, haben das auch umgesetzt und sind dann auch dafür belohnt worden. Siehe das 1:0, war ja super rausgespielt. Ja, und so gewinnt man in der dritten Liga Spiele. Ich bin jetzt erstmal froh, dass der Knoten jetzt endlich mal geplatzt ist. Ich hatte halt auch jetzt in den ersten Spielen noch leider gar keine Torchance, heute meine erste und direkt genutzt. Das freut mich natürlich, weil man in dieser Liga nicht so viele Chancen bekommt. Bin erstmal jetzt zufrieden mit dem Spiel heute. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir uns erheblich gesteigert haben, viel besser organisiert waren, natürlich auch mit dem 1:0 im Rücken, da ließ sich das natürlich dann auch gut gegen den Ball arbeiten. Und von daher glaube ich auch aufgrund der zweiten Halbzeit, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir den Klassenerhalt sichern und nach oben sind dann halt keine Grenzen gesetzt. Man soll aber jetzt nicht da irgendwie mit dem Aufstieg oder mit, keine Ahnung, Sachen da fantasieren. Wir gucken erstmal, dass wir die Klasse halten. Die Preußen also hochzufrieden und der SCP scheint in der dritten Liga angekommen zu sein. Analysen, Bilderstrecken und Kommentare jetzt auf wn.de.